Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf deinem Arsch. Wir danken allen Zuschauern fürs Zuschauen und Reinschauen. Und abonnieren, liken und alles andere, was dir angefallen ist. Ja, ich habe vorhin gerade den Test gemacht und sag mal, ja, erstmal hat es mir gefallen. Also kann natürlich sein, dass ich beim Bearbeiten etwas Verluste geben könnte, aber im Großen und Ganzen, machen wir keinen Blinker an, ne? Durchkommen, also es geht. Hoffe, das bleibt so bei. Wenn es schlechter wird, beziehungsweise wieder irgendwelche anderen Einstellungen gibt. Also, dann weiß ich auch nicht, wo das liegen könnte. So haben wir keine großen Meldungen wegen unterbrochenen Frames hier von OBS. Ich schiebe gerade wieder ein bisschen ein Ding runter hier, das ich sehe. So. Wir machen meist. Der nächste harte Punkt erreicht. Das ist gut. Dann können wir den gleich auf Spur schicken und dann entsprechend wechseln. Aber erstmal noch den Ball hier voll machen. Ne? Lass den Arm mit dem Warten. Das soll nicht das Problem sein. Mal schauen, ob wir noch einen dritten dazu bekommen, die Anhänger. Aber er wüsste jetzt gar nicht, ob wir noch einen Anhänger haben. Ein LKW ist ein bisschen ungünstig. Ja, mal schauen, was heute Nacht die BGH bringt. Das dauert zwar noch ein bisschen. Wäre ganz gut so, vor dunkel wird. Ne? Wäre ganz gut, wenn das Maisfeld dann erledigt wäre. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Gerade eine Banane gegessen. Ein bisschen Hungerschiff. Ich wollte mit Kochen heute nicht mehr anfangen. Ich wollte anderes kochen. Dann wäre das Problem. Dann wäre es sehr spät geworden und im vollen Magen. Also wäre ich irgendwie gleich saumüde. Dann wäre das, ja, hätte ich morgen das entsprechend alles machen müssen und wollen. Nicht mehr wollen. Und müssen kann nicht die Rede sein, aber. Das ist dann doch ein bisschen zeitlich dann sehr eng. Vielleicht morgen noch anders vor. Und hochladen kann ich dann locker am Sonntag machen, das ist kein Problem. Vormittags, in 3 Stunden. Mal schauen, ob ich das in HD hochlade oder in 2K. Mal sehen. Das weiß ich noch genau. Ich muss halt mal testen, die ersten Aufnahmen mal in HD zu bringen. Ob das von YouTube auch entsprechend gut übergebracht wird. Das ist der entscheidende Punkt. HD sieht bei mir zu Hause alles gut aus, also perfekt. Nur bei YouTube ist das meistens nicht so perfekt, also schwammig kann man sagen. Warum genau? Einige behaupten mit dem Code, also anderen nicht im Code, aber nicht nur im Code von YouTube, dass sie im Prinzip die viel mehr Abonnenten haben oder die mit Geld verdienen und kriegen einen besseren Code als diejenigen, die ganz wenig sind, also klein sind. Ne? Weiß ich aber nicht genau, deswegen. Muss ich das mal testen. So, wir fahren ein bisschen mehr nach rechts, weil da der Traktor hat ein bisschen Schwäche. Anzeigen, ne? So. Kommt der andere schon entgegen, das ist gut. Ich habe den Kurs gelöscht, aber dann ist das Problem, wir haben auch noch so ein dritter Speicher, ne? So. Wir könnten noch mit zurückfahren, einmal kurz im Hof springen. Ah, Tag Kuh. So, mal gucken, ob wir noch irgendwie einen Traktor haben. Und ein Anhänger für den grünen können wir nehmen. Der grüne geht auch. Gucken wir den Traktor haben. Und der ist ein bisschen schwach. Und den wollte ich nehmen. Jetzt ist schon alles. Ups. Oh, die Gülle. So, was seht ihr hier schön? 8000. Mist. Und Geras hat er noch viel. Ah, gut, das arbeitet noch der Welt.
So, dann nehmen wir den anderen Traktor da hinten. Schau mal hier. Ist der Flügen fertig? Flügen ist fertig, das heißt, den können wir gleich zurückfahren und dann haben wir einen zweiten Traktor. Und wir hätten das Problem nicht. Später können wir gleich auf dem Maisfeld auch noch fliegen. Das war nicht so dringend, dass wir heute machen müssen. Also, das Flügen, das können wir auch später machen. Wir haben noch 2 Tage Zeit im Herbst. Der Rest werden wir sehen. Auf dem Maisfeld wollte ich sowieso kein Getreide ausbringen, also das Jahr wird da eh nichts mit Aussaat mehr. Also Frühjahr wahrscheinlich Sonnenblumen oder so. Oder wo ja, ne? Oder anderes Zeug, kommt sich schon was irgendwie. Raps geht auch noch ganz gut. Für Raps können wir auch ein Herz machen. Gegenverkehr. Platz machen hier. Großteilfahrer, die sind nicht sauber, die fahren auf zu. So, wir wollen den Flugersatz mal zum Hof bringen. Mal abstellen. Später mal waschen und verkaufen. Ups. Der ist gerade verkehrt. Das war so nicht geplant. Macht einen Sprung. So. Auf geht's zum gelben Anhänger. Den kann man gut nehmen. Okay, danke. Nämlich eigentlich für Tiere füttern, Mischfutter, aber der Mais geht er auch. Ausnahmsweise. Können wir gleich nachher hinstellen als dritten Traktor, dass wir zügig vorankommen. Der andere. Wieso fährt er ja so weiter? Ich habe schon vorhin gewundert, wieso fahren die so komisch, wieso fahren die, wieso halten die an? So, den da stehen lassen. Und dann muss ich gleich mal den anderen aus dem Wasser holen. Sonst fährt er noch zur Nordsee. Oder er wollte... Ah ja, klar, logisch. Er will ja zu seinem Punkt zurückkommen. Typ blöd, ne? Gut. Da muss er warten. Warten eingestellt. Der andere ist ja auch so angekommen, ne? Gut, bisschen stressig, aber da muss er warten, ne? Müssen wir mal voll kriegen den Burschen. So, Zeit läuft. Wahnsinn. Da sind wir. Gas. Ja, das ist schon Folge Nummer 3. Gut, ne? Es sind nur 11. Aber gut, ich muss heute nicht alles fertig kriegen, wie gesagt, zum Mond auf morgen mal holen. Morgen kann ich ausschlafen. Das heißt, zwar so lange, wie ich möchte. Ich war heute noch einkaufen. In der Beziehung habe ich jetzt schon ein bisschen vorgebeugt. Ich muss dann morgen nicht los, wenn ich einkaufen will, kommt am Nachmittag noch weg. Wollen, ja, aber nicht müssen. Und werden wir sehen, wer da anliegt. Na, anfangen und brauchen wir noch zu bearbeiten und nebenbei Mittag kochen. Schaue ich heute Nachmittag und heute Abend,
da jetzt gleich das nächste aufnehmen oder erst hochlade, das wird man sehen. Das ist auch nicht ganz flüssig. Ob da die Spurenkarte vorzieht oder ich mache von 7 Bad to D. Ist alles noch offen. Wenn das jetzt viel ist. Alles geht, nichts muss. So 2% geht auch noch rein, ne? Also. Ich hätte wieder was weit weg bin. Na. Komm, kick noch einen Schwung. Kurz da hin rein und geht los. Ja, und nicht gleich so. Machen wir mal auf. Das ist angestellt und wieder. So, da haben wir ihn. Gleich losdüsen. Einstellen. Nein. Wo will er hin? Ich muss das sagen. Streik. Lassen. Ich brauche daran sich hier durch die Karie und auf damit. Das Ding soll noch voll werden normalerweise. Gleich wieder auf Kurs bringen. Da will er rauskommen. Was schaffen wir heute hier? Den. So stelle ich mir das vor. Mit der anderen natürlich auch gleich wieder springen. Naja, mal dann kurzzeitig mal übernehmen, den Burschen her. Hätte ich auf Park einstellen müssen zum Bus. Dann wäre es egal. Der ist ein Reisetraktor, ne? Aber Musik muss gleich laut bleiben. Sonst haben wir Qualitätsprobleme. Nein, Tontechnik. Ob sich ein Mischpult da sich rentieren würde? Ja, weiß nicht. Weil da geht ja alles jetzt rein in die Aufnahmekarte von Elgato, ne? Geht alles da rein. Und dann geht ja alles der tonmäßig zum. Als 1 zum ja, Aufnahme. Dann ist ja passiert das Ding gemischt, damit mehr Anzug kann eigentlich. Ist ja nur gemischt, Musik und Sound von hier. Aber ich wollte sie gerne extra haben und deswegen hatte ich ja einen dritten eingenommen. Da nur ein Titel gespielt wurde, das ist nicht so prickelnd. So, aussteigen fährt er ja nicht weiter, ne? Da muss man gleich ein Glas hier in den Fang nehmen, sonst füßt er uns nicht weiter. Selber abfahren,
das sehe ich mit Warz persönlich. Wenn ich Cosplay das machen würde, müssten wir auch mal dabei sein, mehr oder weniger, weil die sind mehr oder weniger der Haufen waren. Dann fährt der Kreuz und Wehr von Fleisch weg. Oder fährt anarbeitig Käffel ein. Das möchte ich nicht. Und dann dauernd eingreifen. Und wenn dann zukommt, dann müssen wir voll in der PGH immer schön verteilen und ja, andere alles machen. Ne? Und dann könnten wir nicht hier nebenbei das überprüfen. Ne? Und dann wäre irgendwann mal das, die Meldung blockiert und schon hätten wir das Problem. Ja, das ist ein Chaos. Entweder. So machen wir das selber. Und mit drei Fahrzeugen sind wir gut ausgelastet. Denke ich mal, wir haben kaum Verluste. Wir müssen nur den großen haben gleich, damit wir da höher fahren kann. Zack. Und dann hier aktiviert und einstellen. Dann gehen wir gleich hier rüber. Lassen, starten, fahren wir hier in der Mitte rein, dass es gut geht, da hinten. So, dann darf gehen, der darf nicht noch stehen kommen, füllen wir diese Spur auf, der ist ein bisschen schwach an der Brust, also für Straßenverkehr alles gut, aber für das auf dem Silo bergauf geht, ne, ist nicht so. So, halt, Maus, einstellen. So, gut. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, dann seid mal tschüss und ciao. Es geht gleich weiter, ne? Wer dabei sein möchte, ne? Wir machen noch einmal Mais. Tschüss.